Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme. Bevor ich beginne, die drei Fragezeichen zu deuten, möchte ich etwas mitteilen. Ab sofort erscheinen die Beratungsvideos in einen anderen Kanal. Und das heißt Meisterin des Kartenlegens. Und diejenigen, die ein Blitzberatung oder ein Beratungsvideo bestellt haben, brauchen nicht suchen. Sie bekommen per E-Mail den Link dazu. Und jetzt die drei berühmte Fragen. Die erste Frage lautet, was denkt er? Und das schauen wir jetzt auch an. Diese Karte dort oben beschreibt seinen Gedanken. Auf diesem Bild sehen wir einen jüngeren Mann und das kann natürlich jemand sein in seiner Umgebung. Sein Sohn oder ein Freund oder ein Arbeitskollege. Aber die Karten haben symbolische Bedeutung und dieser junge Mann zeigt die Neuigkeiten, vertritt die Luftelement und es bedeutet Leichtigkeit und Kommunikation. Aber für ihn ist das noch alles neu. Er muss das erstmal kennenlernen. Mit anderen Worten, die Luftelement spielt hier eine Rolle. Befreit zu sein von seinen Ängsten und auch die Leichtigkeit verspüren, die Gespräche suchen, Entscheidungen treffen, aber bevor er handelt, er beobachtet noch die Geschehen. Vielleicht, weil er noch etwas unsicher ist oder er muss noch etwas überprüfen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte und es beschreibt seinen Gefühlen. Auf diesem Bild sehen wir die Kelchen und das symbolisiert das Wasserelement und das bedeutet Gefühlen. Und die Kinder können natürlich auch die Kinder sein, aber diese Karte bedeutet auch Vergangenheit. Seine Kindheitserinnerungen und genau das symbolisiert die Zahl 6. Ist auch eine gewisse Nostalgie dabei, was die Kinder noch symbolisieren, ein Neuanfang. Hier kommt eine Mischung, die Erinnerungen, die Vergangenheit, dann die Gegenwart und ein Plan, ein Neuanfang. Und die dritte Frage ist, was vermittelt er? So wie die Kinder einen Neuanfang symbolisieren können, genau das zeigt hier diese dritte Karte auch. Weil die Zahl 10 ist ein Symbol dafür. Bevor ihr diese Möglichkeit habt, für einen gemeinsamen Neuanfang oder zusammen eine neue Richtung starten, er muss noch etwas in Ordnung bringen. Und das sind die Finanzen. Was diese Karte noch bedeuten kann, die Erde-Element, weil die Münzen vertreten das. Und das heißt Realität. Seinen Ideen, sein Vorhaben in Tat umsetzen. Und es wird ein Neuanfang sein. Was die Münzen noch symbolisieren, die inneren Werten. Du bist für ihn sehr, sehr wertvoll. Sei damit bewusst. Und jetzt schauen wir an die Tagesenergie. Diese Glücksklee verspricht Glück, egal in welchen Situation er oder du
oder ihr gemeinsam befindet, ihr werdet einen Ausweg finden und es bringt euch auch Glück. Was diese Karte noch bedeuten kann, Gewinnchancen. Immerhin, die Münzen sind auch sichtbar bei dieser Legung. Und das war mein 3-Fragezeichen-Orakel. Ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.